Alter. Okay, erstmal dieses Lichtlein hier. Ich glaube, da oben ist, genau, da oben ist auch noch eins. Autsch. Erstmal dieses Viech. So, mit ihr werden wir erstmal beschäftigt sein, ein bisschen zu heilen. Vor allen Dingen, da ich bisher bei dem Viech nicht angeboten habe, bekommen habe, mich zu verteidigen. Bei dem irgendwie auch nicht. Oh weh, der ist schon wieder als nächster dran. Was auch sonst. Schade. Wieso bietet der mir nicht an, mich zu verteidigen? Ist natürlich jetzt unpraktisch, dass wir alle an einer Stelle stehen. Aber gut. Ist jetzt halt so. Schön. Wenigstens heilen sich Masurka und Allegretto am Anfang jeder Runde selbst auf. So. Jetzt können wir hier auch mal ein bisschen angreifen. Ih, das Viech heilt sich. Nee, das Viech hat das andere geheilt. Ah, das ist wieder so ein Gegner, bei dem es keinen Sinn macht, diese Kleinen umzubringen. Naja, gut, dann ist das jetzt halt so. Da können wir auch nichts gegen machen. Müssen wir dann jetzt halt irgendwie mit klarkommen. Ah, das ist natürlich... Ich hasse das, wenn Viecher so groß sind und dann noch im Weg stehen und man überhaupt nicht mehr sieht, was man überhaupt tut. Ah. Das war jetzt aber wenigstens mal das... Alter! Das nervt mich bisher noch mit Abstand am meisten, dass man das Viech so schlecht trifft. Ich hätte schwören können, dass ich... Hallo? Aha. Ich hätte schwören können, dass ich das gerade getroffen habe. Vor allem mit der Spezialattacke. So. Das macht mich nicht unglücklich, ihr beiden. Ihr prügelt da jetzt so lange drauf, bis es genug ist. Jetzt geht das zu ihr rüber. Autsch, doch nicht. So. Wir, du triffst jetzt wieder nicht, Allegretto. Ah, so ist gut. So, jetzt ist Masurka dran. Okay, wenigstens heilt es sich bisher nicht selber. Das ist auch schon mal sehr erfreulich. Das nervt mich so ein bisschen, dass dieses Kleine die ganze Zeit jetzt rumnervt, aber... Ah, das war zu früh. Das hat ziemlich wehgetan. Es leuchtet irgendwie komisch, kann das? Autsch. Ah. Sie war gerade total gelähmt. X. Wieso ist das plötzlich so stark? Hallo? Verarsch mich halt. Okay. Nicht verteidigen, dieses Viech. Sterben. Nicht verteidigen. Sterben. Es geht, glaube ich, erst irgendwie ab ihrer Hälfte der Zeit kann sie sich überhaupt erst bewegen. Ich hoffe, dass... Hört irgendwie in näherer Zukunft mal auf, diese blöde Spezialkacke. Ah. Ich kann leider nur versuchen, dann beim Rest der Zeit noch so viel wie möglich rauszuholen. Ich habe leider, glaube ich, auch nichts, mit dem ich sowas heilen kann. Ich kann mich auch gerade nicht daran erinnern, sowas schon mal gesehen zu haben. Puh.
nervig, dass sie sich so wenig bewegen kann. Na, schade. Ich hatte gehofft, dass ich sie noch irgendwie treffe, aber ich sehe mich leider dafür zu wenig. Ich sehe mich gerade allgemein ein bisschen zu wenig, um irgendwas zu tun. Alter, wenn das nicht so groß wäre, können wir nicht mal irgendwie gegen süßen, kleinen, fluffigen Ball kämpfen? Einfach so zum Spaß, der kann meinetwegen auch genauso stark sein. Ich würde mich nur gerne mal sehen, zur Abwechslung. So, Masoka ist wieder normal. Das ist gut. So. This is the power of man? Du bist eine Frau. Oder meinte sie das jetzt irgendwie im Sinne von Mankind, so nach dem Motto human-mäßig? Ein bisschen allgemeiner gefasst. Ah, guck mal, das Viech hat einen Status-Effekt. Ist ja cool. Hör auf, dich zu verteidigen. Das ist ein Status-Effekt, du darfst das nicht. So. Ich glaube, das ist ein bisschen langsamer jetzt, oder? Ah, das hechelt, glaube ich, noch nicht, oder? Ah, zu früh. Autsch. Ah, unpraktisch. Sehr unpraktisch, dass wir sie auch noch ausgerechnet beide haben. Wenigstens heilt der Zauber sie trotzdem noch auf. Vorher. Schade. Ich sehe halt wieder nichts, leider. Unglücklicherweise. Hechelt das Viech schon? Ich sehe es gerade leider nicht. Ich kann es bei dem Viech auch schlecht einschätzen, um ehrlich zu sein. Ah, ich sehe nichts. Mein Gott! Wie so ein Viech einem halt auf den Sack gehen kann. Ah! Das ist der Wahnsinn! Das soll endlich sterben gehen, Mann! Ah! Nee, so. Diesmal wurde mir wieder überhaupt nichts Verteidigungsmäßiges angeboten, obwohl ich vorher, diesmal garantiert vorher nichts Schlechtes getan habe, also nicht zu. Es ist down. Jetzt sind noch die Kleinen da. Wenn die Kleinen das Große wiederbeleben können, dann drehe ich durch. Nur so fürs Skript. So. Ich heile mich mal sicherheitshalber. Ich habe keinen Bock, dass eins von den Kleinen jetzt gleich noch Masoka oder so umbringt. Das wäre nämlich echt nicht witzig. Los, Masoka, bitte. Geh jetzt. Danke. So. Tschüss. Bam. Donnerrührer. Klingt gut. Und Masoka hat ein Level Up. Hoppala. Schön. Das hat doch geklappt. Looks like we won. Mhm. You know, we did kind of just barge in here all of a sudden. Now that I think about it, it may just have been protecting the graveyard against intruders. Andererseits hätte es erst mit uns reden sollen. The Spring Guardian is a spirit, so even if it's gone temporarily, it'll go back to normal soon. Das heißt, in 5 Minuten geht's ihm wieder gut. Schön, dann sollten wir schnell wieder weggehen. Ah, das war aber definitiv dann kein Sidequest-Zeug. Stille? What is it, Jazz? It seems like you have something on your mind. Claves, what do you think of falsetto? Huh? What do you mean?
We have an information leak on our hands. There's a spy within our ranks, and I think that it may very well be Falsetto. What? You don't think she's been acting strange lately? She's being oddly combative. Especially toward you. Think about it. She never used to be like that. Well, it could be that Falsetto is just jealous of us. I sincerely hope that's all it is. Even so, there is definitely something she's hiding from me. I've known her since childhood, so we can tell almost everything about each other. Everything. Wer ist hier eifersüchtig? Hm? Hold on. If there's a spy among us, wouldn't the guards have been watching the dungeon? Remember, our plan was to infiltrate the dungeon directly through the secret passage. Stimmt. Yes, that is true. It must have been a coincidence. I can't believe Falsetto is a spy. Yes, you're right. Thanks, Claves. That's a relief. I was just about to lose my faith in Falsetto. Ovi. It sure is taking them a long time. You think I should go to Andante and get them? Yes, that's a good idea. Ich traue dem Mädchen immer noch nicht. Ich traue ihr keinen Zentimeter über den Weg. Nicht mal einen Millimeter. Guess it's nothing. Pass bloß auf, Jess. Uh-oh. You fool. The information you provided us was very valuable. But I was ordered to kill you if your identity was revealed. Don't take it personally. I know you. You're Rondo. Falsetto has suspected you for some time now. I suppose sooner or later, they were bound to find out. You had the perfect opportunity to frame her as a spy, and you let it slip away. That failure cannot go unpunished. I already knew that Falsetto suspected it was me. Claves, why do you always need things repeated? Well, they do taste good in soup. I don't know about that. I seriously doubt he'll be attacking Andantino anytime soon. It's boring when things always go according to plan. It's nice to have things shaken up every once in a while. It's okay with you, isn't it, Claves? A lifetime to build, but it only takes a moment to destroy. You know, human beings really are masters of destruction. Everything we do has some effect on the environment. And ultimately, that ends up affecting human society as well. Waltz really made a mistake when he chose me for this mission, because I went and fell in love with the target. I guess I'm a failure as a spy. But more than that, I'm an idiot too. Why did I say those things to him? Hm.
Well, it could be. That falsetto is just jealous of us. I sincerely hope that's all it is. Even so, there is definitely something she's hiding from me. I've known her since childhood, so we can tell almost everything about each other. Everything. When he was saying that he and Falsetto knew everything about each other, I felt so... The truth is, I guess I'm the one who was jealous of them. As a woman, I just didn't want to lose to Falsetto. I wanted to fight for him fairly and have him choose me. What a joke. A fair fight? That's the last thing anyone would expect from someone as deceitful as me. And yet, after all that I've done... Hold on. If there's a spy among us, wouldn't the guards have been watching the dungeon? Remember, our plan was to infiltrate the dungeon directly through the secret passage. I even surprised myself when I said it. I can't believe I didn't take advantage of my chance to frame Falsetto. Maybe Rhonda was right. If I had just made her out to be the spy, my job and my love life would have been easy. But it's strange. I don't regret it at all. For once, it actually felt like we were on equal footing. Yes, that is true. It must have been a coincidence. I can't believe Falsetto is a spy. Yes, you're right. Thanks, Claves. That's a relief. I was just about to lose my faith in Falsetto. Well, ultimately, I guess I lose both in work and in love. I wish I had grown up with Jazz. Then, just maybe I would have led a life better than the one I did. I truly envy Falsetto. This will be my final gift to both of them. Now go, fly! But your destination isn't Forte anymore. It's Baroque. Ich denke, das war's, oder? It's done. I had to do at least one good deed in the end. Or else, the Valkyries would never come for me. I wonder if they'll ever figure out who the spy was. That it was me. Yes, I'm sure Falsetto will tell them. Were my feelings real? Or was it all just some kind of illusion? Everything I've ever done has always just been an act. But at least, at the end, I want to be the real me. I truly loved you.